Schon wieder. Ab Dienstag geht auf den Schienen und in der Luft nicht viel. Die Gewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen, nachdem die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn gescheitert waren. Zudem hat die Kabinengewerkschaft UFO rund 19.000 Flugbegleiter und Begleiterinnen bei der Lufthansa zum Warnstreik aufgerufen. Für Bahnkunden und Fluggäste kommt es somit richtig dick. Der 24-stündige Streik der GDL startet ab Dienstag 2 Uhr. Er endet am Mittwoch. Am Frankfurter Flughafen dauert der Streik der Flugbegleiter am Dienstag von 4 bis 23 Uhr.